Mein Name ist Thomas Jennewein. Ich bin bei der SAP Education für Business Development zuständig. Ja, eigentlich wie immer Lerntechnologie, Schulungen rund um SAP, ein paar spannende neue Showcases, auch ein paar Prototypen von internen Lerntechnologie, Lernmanagementsystem, Autorensystem, aber auch so Social Software, um vernetzt zu lernen. Ein Tool, wo man im Arbeitsfluss lernen kann, also so neudeutsch Workplace Learning Performance Support genannt. Genau, das sind so die Hauptbereiche. Also wir sehen es weiterhin sehr viel Interesse auch hier. Also sicher mindestens wieder 10.000 Besucher hier auf der Messe. Ich denke viel immer noch nach den Standardlösungen, also um also allgemein Lernprozesse zu digitalisieren. Also Lernmanagementsystem, Autorensystem sind da Kernanwendungen. Viele, was mich auch schon freut, fragen inzwischen schon auch nach, ja, Tools, wo ich jetzt nicht nur das formelle Lernen unterstützen kann, sondern so vernetztes Lernen zum Austausch, also so zum Beispiel Social Software oder dann auch Lernen am Arbeitsfluss. Noch nicht so viele leider. Ich denke, einer der Trends eigentlich in den letzten Jahren, auch in anderen Industrien, ist maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, wo wir zum Beispiel Chatbots bauen, haben wir auch schon Erfahrung, auch in der SAP-Weiterbildung für SAP-Professionals. Da haben wir schon seit über ein Jahr 3 Chatbots schon entwickelt und auch gute Erfahrung. Da haben wir auch die ersten Anfragen bekommen. Da ist auch natürlich so, dass sich viele Firmen noch interessieren und orientieren. Was wir auch zeigen, ich denke, wo die Reise hingeht, und ich denke, da sind sich aber auch viele einig, da sind ein paar Showcases, und da sehen wir eben, ne, das Lernen, auch wie allgemein die Arbeit, ne, flexibler werden muss, individueller. Da helfen neue Technologien, beziehungsweise müssen auch irgendwie helfen, ne, weil die zukünftigen Nutzer erfordern und erwarten das auch. Ja, eigentlich war ja die Trennung, ich gehe auf eine Schulung und ich arbeite dann, ich wende das an, war eigentlich schon immer künstlich. Es geht eigentlich darum, irgendwie den Job zu machen. Und natürlich gibt es ein paar grundlegende Kompetenzen, Soft Skills, die lerne ich vielleicht besser außerhalb. Aber auch da ist die Anwendung immer essentiell, weil nur jetzt theoretisch wissen wir vom Autofahren oder von vielen anderen Sachen, allein das bringt da nichts. Ich muss es irgendwann auch tun. Und da heißt eigentlich am besten, wenn wir wirklich im Bedarfsfall, also im Bedarfsmoment oder im Arbeitsfluss, neudeutsch auch unter Workplace Learning hier oft schon gehört. Es geht einmal darum und natürlich im Arbeitskontext auch. Ne? Und somit entfällt dann eben das Problem des Vergessens, also wie wenn ich jetzt auf Halde lerne, aber auch des Transfers, weil ich bin ja dann in meinem Kontext und ich habe das Lernen. Und wir haben da spannende Lösungen. SAP Enable Now Framework ist da eine der Lösungen, wo ich wirklich mit digitalen Assistenten Menschen unterstützen kann, damit sie wirklich im Arbeitskontext und wirklich bei Bedarf lernen können. Und sehen da auch das erste Interesse und hoffen, dass hier auch so die Annahme immer weiter wird. Das war auch ein Teil des Vortrages hier, Adoption. Das ist natürlich eine Transformation, ein Change Management, hier auch neue Wege, neue Arten des Lernens in die Unternehmen reinzubringen. Wir vergleichen es immer mit einer Reise, die ist nicht jetzt per Klick irgendwie fertig. Da werden wir im nächsten Jahr hoffentlich bei ein paar Unternehmen einige Schritte weiter sein, aber auch nicht total am Ende schon. Blick in die Zukunft, ein bisschen ist es angerissen, also das Thema Individualisierung ist sicher ein Thema, Lernen im Arbeitsfluss. Hier helfen neue Technologien auf der einen Seite, also was mit maschinelles Lernen sicher, aber auch neue Konzepte. Also jetzt weg von nur formellem Lernen, Austausch, Vernetzen, Lernen im Ökosystem, Kollaboration. Und das kann natürlich die Technologie ein Treiber sein, ein Befähiger, einen Rahmen bieten. Ich kann aber auch jetzt zum Beispiel statt einem Klassenzimmervortrag kann ich natürlich auch andere Methoden anwenden, also kleine Lerninseln, World Cafés, Working Out Loud ist auch so eine Vernetzungsmethode. Also damit sollte man sich auf jeden Fall beschäftigen, und die ersten Firmen machen das auch schon.